Also auf meinem Kanal, ich begrüße dich recht herzlich zur erweiterten Runde Rage B on Tour. Ja, ich hoffe, es geht's euch gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und ich war kurz hier in Innsbruck in der Werkstatt, weil die RT-Doc hat nämlich bei meiner Frau angerufen und gesagt, wir hätten eine absolut geile Ladung für den HB nach Bulgarien. Dann habe ich gesagt, ja, gib's mal. Eine Stunde, dann bin ich da mit den Krikori-Stapler, ich fahre davon noch schnell in die Werkstatt und lass ihn komplett durchchecken, lass die Reifen überprüfen. Demnächst rechts abbiegen. Und tun wir das andere, das europäische Mautgerät rein. Ich nehme jetzt einfach mal so, wir haben hier einfach einmal ein europäisches Mautgerät und dann brauchen wir von jetzt einbauen. Ich hätte gern die 3 gehabt, aber die sind dann so im Sichtfeld immer gewesen. Das hat mir nicht gefallen. Deswegen nehmen wir jetzt da das eine und ist, da das haben wir in dem Sportsfreunde. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Der eine oder andere, der wird halt gekauft haben vor in die Firma und zwar gegen die Ausbaustufe. Nein. Es wird, ich habe nur das Video gesehen, aber ich war noch nicht da. Demnächst rechts abbiegen. Ich werde euch dann das Video verlinken in der Folge, wo wir dann nach Hause zurückkommen. In die Videobeschreibung. Es wird ein nicht gelistetes Video sein. Was man nur in der Videobeschreibung findet. So mache ich das mit denen. So. Da muss ich mit dem Verkäufer für den neuen LKW noch verhandeln, wo er mal, ob er mir den noch in Spruch bringt oder ob man uns den in München oder wo selber dann abholen müssen, weil er sonst mit der Bahn hinbringt. Mal schauen wir mal. Müssen wir mit der Bank verhandeln, was wir dann. Biege nach rechts ab. Wir sind fertig. So. Nochmal wieder dann die RT-Lok auf wieder durch die Gegend kutschierend. Ja, ist ein bisschen unrealistisch. Aber egal, wo du hinfährst, du musst an die Rampe. Dann haben wir da Level 13. Ich hoffe, dass die Bulgarien-Ladung nicht da ist. Ich hoffe, dass die Bulgarien-Ladung nicht da ist. Level 13 haben wir da. Also nebenbei ein bisschen aufschreiben. Ich bin einfach so. Dann haben wir noch fortfahren. Dann hauen wir uns da ein ADR rein. Dann Frachtmarkt. Aber die Bulgarien dort und wenn man da schaut, Polen kann man auch von hinten starten, kann man von. Auf Duisburg könnte man da fahren, aber wir brauchen ja die Kohle. Deswegen nehmen wir die Ladung. Auf geht's. Tanken die Ding. Und dann fahren wir los. Meine Frau hat mir schon wieder Neues zum Essen Eigland braucht in die Werkstatt. Ja. Was ist das? So, jetzt da.
uns loslegen. Dann fahren wir zum Tanken, meine Sportsfreunde, und dann geht's auch nach Bulgarien. Jetzt rollt der Rubel. Und gleich werde ich dann mit den Achsen fliegen, werde ich dann bis zum Polen. Wenn wir dann am Freitag. Das ist jetzt schon das Ziel. Wenn wir Dienstag kommen, sind wir trotzdem 7 Stunden. Also in Bulgarien schaue ich dann, dass ich dann eine Ladung Richtung Innsbruck kriege. Ich liebe ihn einfach. Aber wir müssen uns mit der D-Lok ein bisschen weiterentwickeln. Also werden wir uns das auch mit dem Lastwagen und mit dem Auflieger machen. Aber ja, das ist als kleiner Unternehmer. Wir müssen da immer ein bisschen was Gebrauchtes anfangen haben. Die Fahrer müssen dann auch mit was gebraucht fahren. Das habe ich eh schon erklärt. Route neu berechnen. Dann macht das halt, ja. Immer geradeaus. Mal hier mal Projektin, Zieltank. Zwei. Ja. 1428 Euro sind es auch. Lass mal rauslassen. Liter sind es 706,94. So. Auf Wiedersehen, schönes Innsbruck. In ein paar Tagen sehen wir uns wieder. Schwer ist das. Wie schwer das ist? Nein, das ist nicht. Weiß nicht, das ist ja egal.
Schwung käme in die Kontrolle ein. 1700 Kilometer. Man hat 50 Stunden, geht man Zeit. Okay, lass uns eine neue Route finden. Ich glaube, dass dies das Motor mir zu schwach ist. Außer bei einem vorhin, der ist schon mal zu schwach gewesen, und dann schreibt es bitte in die Kommentare, das darf mich mehr interessieren. Schreib es mal in die Kommentare rein, ich unterlasse uns da, das merken wir nämlich halt laut viel. Da werden wir jetzt richtig Level machen. Also wenn wir in Bulgarien hinten sind, dann werden wir Level 14 haben. Müssen wir zurückkommen, dann werden wir schon auf Level 15 hoffentlich sein. Dumm, ich schau, jetzt müsste man nämlich da hinten etwas entspannt gewesen, das war Kufstein. Ja, kommt's gut hingebracht. Die sind so ähnlich. Die Dinge schon längst einmal erzählen können, gell? Das passt hier ganz gut, die Medaillen haben wir hier. So, dann haben wir die Medaillen. Ja, ich denke mal, Donnerstag mit der Früh. Ah, wir haben außen geschlafen müssen. Ich glaube, das muss man nur jetzt umgekehrt. Das Wochenende werden wir wahrscheinlich draußen schlafen. Ja, jetzt wird es uns fressen in der vierten. Bitte rechts halten. Jetzt haben wir einen anderen Weg. Das heißt, wir müssen jetzt
Torfhorn, das man Tor wieder hoch erkennen. Im Westen zum totalen Weg. Von 200 Kilometer Los. ungefähr. Bitte links halten. Ich sehe gleich, dann haben wir mit der Uhr mehr Karten, dann haben wir wieder ein Stück Karten erkunden, die ein bisschen mehr Kilometer zusammen. Rechts halten und dann Ja, das ist wie in abfahren meiner rechts Frau links. jetzt schon so. Wahrscheinlich, weil es Wochenende nicht Nimm warm die kann. Ausfahrt rechts. Wahrscheinlich wird es so sein müssen, dass man sich nicht einmal so einen richtigen Sperrtransport hier durch die Berge zuziehen. War absichtlich, war absichtlich. Das jetzt hier zu splitten müssen. Axis. Jetzt haben wir mal noch. Was sind das jetzt? Gas. Rufen Sie jetzt so deutlich, die werden nicht voll im Gas sind. Jetzt warte ich auf meinen Schaltpunkt. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Geht bei 2300 knapp. Meistens würde ich jetzt schon schalten, weil dann passiert das. Okay. Okay, Schweden steuere ich. Jeden ein bisschen aufgetragen lassen. Jetzt geht es. Ist. Lauda. Jetzt bin ich in die 2000 Umdrehungen. Jetzt haue ich an die nächsten. Jetzt sind wir bei 9. Die nächste Splittengruppe, was ich habe, ist dann 10. Das zieht jetzt Diesel, gell? Das ist halt das nächste. Das zieht jetzt Diesel.
und da fährt man nicht wieder. Und läuft. Was so Ölwechsel und ein paar neue Reifen ausmachen, gell? Gut gemacht, mir gefällt das gut. Und der Bauer noch da hinten. So. Schaut mal auf meinen YouTube-Kanal, ich habe da ein paar tolle Jungs verlinkt, die was genauso interessante Videos machen mit dem ETS. Der Traktor Andal zum Beispiel macht da absolut geile ETS-2 Let's Plays. Das war ziemlich süß. Der Sachsen-Player, der macht eher mehr Livestreams. Aber absolut geil. Ich werde mal schauen, was ich morgen rein will. Wenn ich gerade Zeit habe zum Schauen, wie ich in der Arbeit bin. Solange dass ich mir das Ding umschmeiße mit der schwachen Ebene hinten. Ein bisschen ärgern tut es mich schon, mal, wenn man jetzt in die Nacht reinkommen, gell? Wenn wir jetzt in die Nacht reinkommen. Kurz dann übrigens zurückkommen. Sonst lassen die Jungs schon vorbei. Na bitte, die wieder sperre. Demnächst links abbiegen. Obwohl, vielleicht auch interessanter gewesen. Nein, das macht jetzt nichts. Also,
da werden wir jetzt nicht sterben, wenn wir zu hoch fliegen, die ausgeschlafen. Nicht heute, wenn wir den Samstag schon letzte Woche verschossen haben. Er hätte uns jetzt den Samstag die Woche eigentlich besser passt. Normalfall da jetzt da vorne aufs Ohr. Normalfall. Aber da tut das jetzt auch jede Minute fürs Rufen in den Wiesen bin. Auch das so wie in der letzten Folge. Risiko, Risiko vorne. Aus den 36 haben wir noch Kamerade. Das ist schon kostet eine Cola da drüben. Gibt schon die. Das Blumenkammerten, das war gut. Lässiger Grenzübergang. Ja, warum? Was ist da jetzt Unfall passiert? Siehst du was im Spiel gesehen? Nicht? Was passiert heute? Jetzt wollen wir links bis zur nächsten Ausstätten.
sofort rechts nehmen. Mach mal doch. Die Sonne soll ich vorkommen. Nimm die Ausfahrt rechts. In 20 Minuten, dann die Bank mal wieder aneinander. Bis zur nächsten. Bis zur nächsten Tankstelle. Bis zum nächsten Parkplatz. Was zuerst kommt. Ich hau mich in die Kuhle. Haben sie verschiedene Folge gekoppelt. Und dann schauen wir mal, dann werde ich mal ein Stückchen an Ort fahren. Und dann kann ich das nächste Mal so die Hälfte, 1000 Kilometer, 1400 Kilometer. Vielleicht tue ich bei den letzten 500 Kilometer dazu oder so. Dass wir einmal laden und einmal entladen haben. Neu berechnen. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Was steht in St. Valentin? Biege nach rechts ab. Ich sage. Neue Route finden. Am Kreisverkehr fehlt der Ausfahrt nehmen. Ja, bla, jetzt gehen wir erst mal schlafen. Das gefällt mir schon mal. Richtig. Nach meinem Geschmack. So, meine lieben Sportsfreunde. Schicht im Schacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke hier aktivieren, so dass, wenn es hier aus Endspiel und Tour weitergeht, nichts mehr nice versammelt wird. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann das du dir hier dieses Video schaust, vergesst mal meinen Leitspruch nicht, Respekt kommt vom Wort respektieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen, vor allem meine Sportsfreunde, die es viel wichtiger, bleibt mir gesund, bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus!